Ja, Conny, es freut mich, dass du Zeit gefunden hast für ein Interview, für ein Gespräch über einer deiner politischen Themen hier im Europäischen Parlament, nämlich dein Arbeitsschwerpunkt Roma. Meine erste Frage an dich wäre, was fesselt dich an dieser Arbeit? Was fesselt dich an dem Thema Roma? Warum hast du diesen Schwerpunkt, den hast du ja schon 2009 mit ins Parlament gebracht, warum hast du diesen Schwerpunkt dir ausgesucht? Ja, zunächst erstmal gar nicht ausgesucht, sondern Genossen meiner Partei waren der Meinung, also hier muss unbedingt was passieren im Europäischen Parlament und das können wir nicht den Zufällen überlassen. Ja, und das hat man mir dann angetragen, gesagt, guck das an, hier hast du einige Roma-Vertreter aus Deutschland, setz dich mit denen hin in die nächste Ecke, berate, was zu machen ist und mache los. Und das habe ich dann einfach gemacht und habe festgestellt, dass gerade dieses Feld unbedingt bearbeitet werden muss, weil das eine Minderheit ist, die im Grunde genommen eigentlich von allen diskriminiert wird, sogar von Minderheiten selbst. Also sie sind praktisch die letzten Mohikaner, hätte ich gesagt, oder in der Rangliste die allerletzten, die Akzeptanz finden. Und man spürt das immer, immer wieder bei allen Debatten. Und das ist etwas, was mich stört, was mein Gerechtigkeitsgefühl auch auf Trab bringt. Und deswegen möchte ich auch ganz gerne in der nächsten Zeit dort noch aktiver werden. Ah ja. Wie viel Roma gibt es denn eigentlich in Europa? Das ist ja eine relativ große Minderheit, wenn ich das so Das richtig sehe, ist ne? eine der ältesten Minderheiten, die wir überhaupt haben, also die schon ewig hier leben. Und man tut so, als sei das was ganz Neues. Man würde vor neuen Menschen stehen, die irgendwo hergekommen seien. Und es sind 12 Millionen. Also das sind sehr, sehr viele Menschen, die seit vielen Jahrhunderten, bei uns 6, 7 Jahrhunderte in Deutschland, schon hier leben. Andere sind in der Zeit der Slawen gekommen und in verschiedenen Ländern haben sie sich dann niedergelassen. Ja, und deswegen glaube ich, ist es immer schwierig, von einer Minderheit zu sprechen, aber es ist natürlich eine und trotzdem ist es eigentlich, es ist ein Teil dieses Europas seit langer Zeit. Das sind unsere Nachbarn. Das sind die Leute, die einfach neben uns und bei uns leben. Und das, finde ich, sollte endlich mal akzeptiert werden. Ja, in der nächsten Woche, am 8. April, gibt es ja den Internationalen Roma-Tag, der natürlich mit dieser Problemsituation zu tun hat. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen dazu sagen, was ist das genau eigentlich, der Internationale Roma-Tag? Wo kommt der her? Und was hat er für ein Ziel? Was ist der Zweck des Ganzen? Ich glaube, das ist schon ganz schön alt und ist aber befördert worden auch durch die Ereignisse, die im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg zu sehen sind, dem Holocaust auch an Roma und Sinti, sodass man dann natürlich hier nicht rauskam, so will ich das mal sagen, als internationale Gemeinschaft und auch dieses Ansinnen einmal daran zu erinnern, aber eben auch, ja, einfach, dass es diese Menschen gibt. Und tja, der 8. April ist halt dieses wichtige Datum und es ist wichtig, glaube ich, dass das Europaparlament hier viel Druck macht und sagt, hey, hier haben wir eine Aufgabe, die ist nicht erfüllt und das müssen wir gemeinsam angehen. In diesem Sinne hast du mit einigen Kollegen und Kolleginnen aus dem Europäischen Parlament, aber auch aus der Zivilgesellschaft vor kurzem, genauer gesagt am 20. März, eine Konferenz hier im Europäischen Parlament durchgeführt. Die hieß Roma Included, also Roma eingeschlossen oder aufgenommen, integriert, wie immer man das übersetzen mag. Vielleicht kannst du ein bisschen noch mal erzählen, um was ging es in dieser Konferenz genau? Also 2011 gab es ja die sogenannte Roma-Strategie, die hier beschlossen wurde, die sich aber, weil sie unverbindlich letztendlich war und Mitgliedstaaten wenig Interesse daran hatten, sie umzusetzen, mehr oder weniger gescheitert ist. Und nun muss überlegt werden, wie machen wir hier weiter? Wir wollen nicht bei Null anfangen und nochmal alles erklären, was Roma sind, wo sie herkommen, warum sie hier sind, wie lange sie hier bleiben wollen, also immer, sondern dass es darum geht, endlich die Lage von Roma und Sinti zu verbessern. Und zwar grundlegend, also nicht bloß ein bisschen projekthaft daran rumzuschieben. Und deshalb glauben wir, muss man dort ansetzen, wo die Vereinten Nationen angesetzt haben, nämlich bei den Millenniumzielen.
2015 ja dann auch schon im Gespräch waren und daraus wurden dann nachhaltige Ziele, die beschlossen wurden und die müssen für eben alle gelten. Also alle schließt halt auch Roma und Sinti ein und das darf man nicht vergessen. Und häufig wird Politik nur für Mehrheiten gemacht und das kann es nicht sein. Also die Bevölkerung ist nun mal nicht nur eine Mehrheitsfraktion, sondern setzt sich zusammen eben aus unterschiedlichen Leuten und es müssen alle darin Platz haben und alle müssen auch berücksichtigt werden. Und deshalb haben wir diese Konferenz durchgeführt. Ah ja. Naja, das ist natürlich das Problem in Demokratien schlechthin. Demokratien entscheiden nach Mehrheit und das ist dann immer schwierig, natürlich Interessen von kleineren Gruppen, von Minderheiten durchzusetzen. Natürlich umso wichtiger, sich dafür zu engagieren. Soweit ich das mitbekommen habe, war ja das Thema, das Hauptthema dieser Konferenz, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Das ist ja das Nachfolgeprogramm der Millenniumsziele gewesen. Welche wichtigen Elemente enthält denn diese UN-Strategie, die für Roma und Sinti interessant wäre, um ihre Lebenssituation zu verbessern? Was sind denn so zwei, drei Kernelemente vielleicht daraus? Also ich glaube, die Grundidee ist, dass man eine nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation von wem auch immer ganzheitlich angehen muss. Das ist nicht etwas, was man mit einer auf einem Politikfeld entscheiden kann. Und deswegen muss dieser ganzheitliche Ansatz auch angegangen werden, indem man sagt, wir brauchen hier tatsächlich eine grundlegende Verbesserung der Wohnsituation, der Gesundheitssituation. Ganz dringend Bildung, Bildung, Bildung. Dass heute in Europa ein großer Teil von Kindern, von Roma-Kindern, nicht zur Schule gehen oder auf Sonderschulen gehen, die wir ja ohnehin ablehnen, das will ich nochmal dazu sagen, ja, das ist ein Riesenskandal. Also es gibt verschiedene Bereiche, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Wohnungspolitik, Beschäftigung, die hier angegangen werden müssen. Und dafür gibt es ganz viele, viele Ideen, die in diesen nachhaltigen Entwicklungszielen vorzufinden sind. Und wenn die Vereinten Nationen sich dazu verpflichten, ja, dann müssen wir das auch einklagen innerhalb der EU und sagen, hallo Mitgliedstaaten, ihr habt hier was zu machen. Mhm. Ja? Und das muss man auch für meine Begriffe wirklich verbindlich machen. Und verbindlich heißt, wenn ich es nicht mache, kriege ich eins auf die Finger. Und da bin ich schon der Meinung, also wer nicht bereit ist, einen ganzen Teil der Menschen im eigenen Land gleichzustellen, ich will es mal so sagen, also ihnen gleiche Rechte, gleiche Chancen einzuräumen, ja, der hat eigentlich eine Finanzierung über die EU nicht verdient. Ah ja, das heißt also, wenn man das durchsetzen will, muss man auch gleichzeitig ein bisschen nachdenken über Sanktionsmechanismen, damit das aus der Freiwilligkeit herausgeholt wird. Ja. Das würdest du zumindest einfordern. Wohl wissen, dass das sehr kritisch auch bedacht wird, was ich jetzt sage, aber mit Taschentuchwedeln, glaube ich, kommen wir hier nicht weiter. Und guten Worten, ich weiß nicht, ob das nützt, aber am Ende zählen immer harte Währungen und deswegen, glaube ich, muss man über solche Dinge ernsthaft reden. An der Konferenz waren ja auch Repräsentanten von Roma-Organisationen, von Selbstorganisationen beteiligt und waren mit auf dem Podium. Wie ist denn von dieser Seite, von den Leuten, die ja an der Basis arbeiten, die ja nochmal einen ganz anderen Blick auf die politischen Debatten haben, von unten sozusagen, wie ist denn von der Seite aus aufgenommen worden, euer Vorschlag zu sagen, diese UN, diese sehr abstrakten, sehr hoch angesetzten UN-Entwicklungsziele zu übertragen und zu nutzen, um die Situation zu verbessern? Wie war die Reaktion? Naja, auf der einen Seite sagen viele, das ist ja ganz da oben und die großen Ziele. Und sie haben ja auch keine guten Erfahrungen gemacht bei der Umsetzung von welchen Zielen auch immer. Ja? Warum sollte man da also sofort glauben, damit löst man alles? Also die, nicht Vorbehalte, aber diese Kritiken oder es ist ja schon viel beschlossen worden und nichts umgesetzt, sind natürlich auch gekommen. Und deswegen muss man hier auch weitermachen. Man muss die Kommission in die Pflicht nehmen. Man muss die Mitgliedstaaten in die Pflicht nehmen. Wir müssen einfach nicht locker lassen. Und insofern denke ich, ist das auch angekommen bei Ihnen. Und die Roma, die man, Organisation, die man noch vor vielleicht 5, 6, 7 Jahren gesehen hat,
die haben sich ja auch erheblich weiterentwickelt. Sie haben sich besser vernetzt. Die wissen genauer, was sie wirklich wollen. Die lassen sich auch nicht Glasperlen mehr verkaufen, sondern sie wissen, was Wert hat und was nicht. Und insofern ist da auch Entwicklung gelaufen. Sie sind fordernder geworden. Sie sind prägnanter geworden. Und das schätze ich sehr. Und das ist, glaube ich, für den Prozess, den wir vor uns haben, sehr wichtig. Gibt es denn schon, um auch langsam zum Ende zu kommen, gibt es denn schon Ideen, wie die nächsten Schritte aussehen könnten oder sollten nach dieser Konferenz und jetzt auch im Blick auf den Roma-Tag am 8. April? Ist es ja immer auch eine Gelegenheit, bestimmte Sachen ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, ein bisschen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf zu lenken. Gibt es da also schon weitere konkrete Überlegungen, wie die nächsten Schritte aussehen sollen? Ich glaube, dass es wichtig ist, vor allem nach den Wahlen dann, sich hinzusetzen mit denjenigen Abgeordneten, die daran arbeiten wollen. Das wird von den Grünen, Romeo Franz sein, vielleicht aus anderen Fraktionen auch noch. Und ich glaube, es muss gelingen, ein kleines Netzwerk erstmal unter uns herzustellen, das auch wirklich sagt und es tut, Dinge hier anstrengt, organisiert, aber auch ins Parlament bringt, sodass nicht nur eine Stimme gehört wird, sondern die Fraktionen wieder enger hier zusammenkommen. Und dabei muss man, glaube ich, gucken, dass es, wie soll ich sagen, Roma-Organisationen dürfen nicht unter sich nur bleiben. Die müssen unter sich sein, um ihre Linie klarzustellen und zu sagen, das wollen wir, das ist klar. Aber letztlich muss der Deal mit der Gesamtgesellschaft gemacht werden. Und so ist es auch wichtig, dass also Roma-Abgeordnete und Nicht-Roma-Abgeordnete sehr eng zusammenarbeiten, weil es politische Dinge gibt, die wir richten müssen und nicht die Ethnie wirklich entscheidend ist. Und wir alles dafür tun müssen, dass die Ethnie nicht das Entscheidende ist. Mhm. Es ist ein langer Weg und ich glaube, da werden wir uns auch sehr streiten. Aber wir sollten hier auf jeden Fall hart bleiben. Und bei den Budgetverhandlungen, glaube ich, müssen wir in den Fonds, die jetzt etabliert werden, schauen, dass wir solche Andockmöglichkeiten haben für Roma-Communities, die es ihnen leichter möglich macht, auch Mittel unabhängig von ihren Mitgliedstaaten zu erhalten. Das wäre sehr wichtig. Ich weiß, in Ungarn können die machen, was die wollen. Es ist völlig egal. Dort haben sie null Chance, auch nur einen Cent über europäische Mittel zu erhalten, weil ihnen der Weg versperrt ist über die ungarischen Behörden. Und da, glaube ich, muss man gucken, ob man das nicht lieber europäisch andockt, aber dann auch einfach, damit es die Leute auch wirklich verstehen können. Die Roma sind ja zum großen Teil, du hast eben von 12 Millionen gesprochen, der Großteil von ihnen lebt ja wahrscheinlich innerhalb der EU und sind damit auch EU-Bürger. Sind eigentlich Roma hier im Europäischen Parlament präsent? Sind sie mit eigenen Abgeordneten hier repräsentiert? Ja, man hört nicht viel da in der Öffentlichkeit drüber, also das wäre vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiger und interessanter Punkt, zumal ja auch im Mai die Wahlen anstehen und dann ja auch die Frage steht, kommen sie wieder rein, ist das eine Chance auch für die Roma? Ja, also ein Abgeordneter aus der Grünen-Fraktion deutschen Grünen, ist auch Mitglied des Europäischen Parlaments, das ist Romeo Franz. Das ist sehr schön, er ist ein nachgerückter Abgeordneter, also innerhalb der Legislatur gekommen. Und ich glaube, das ist sehr gut sein wird, gemeinsam zusammenarbeiten, also zusammenzuarbeiten. Soraya Post von den aus Schweden, von den Sozialisten und Sozialdemokraten, ist auch eine Roma, kommt auch von der Roma-Gemeinschaft und das ist für meine Begriffe auch eine gute Abgeordnete, mit der man zusammenarbeiten kann und wir hoffen, dass auch sie wieder vertreten sein wird. Ja, dann haben wir eben Livia Jaroka, aber sie ist zugleich auch Mitglied der Fidesz. Und ich habe vorhin bewusst gesagt, nicht die Ethnie ist entscheidend, sondern welche politische Richtung willst du gehen. Und das ist kritisch und man muss sich auch kritisch auseinandersetzen mit Vertretern von Roma, die einen solchen Weg und eine solche Partei auch unterstützen. Und da wird es, denke ich, auch harte Debatten geben. Ja, und ansonsten muss man schauen, wer noch dazukommt. Man kann es nur hoffen und wünschen,
dass mehr Vertreter auch hier und Vertreterinnen auch hier sein werden. Aber immerhin gibt es schon mal drei Roma, die im Parlament sind und damit eine Brücke zwischen den Leuten an der Basis und hier in Brüssel stellen. Das ist immer etwas Optimistisches. Genau. Ich danke dir für das Gespräch und ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit mit den Roma und Sinti. Vielen Dank, lieber Jürgen.